Dann ging Musa a.s. zum Palast des Pharaos und er klopfte an die Tür. Sie fragten, wer ist da? Er sagte, Musa. Sie fragten, welcher Musa? Man muss bedenken, der Unfall mit dem Mann, den Musa aus Versehen getötet hat, ist Jahre her. Und jetzt klopft einer an die Tür und sagt, Musa. Es kam ihm also gar nicht in den Sinn, dass das dieser Musa ist. Er sagte, Musa ibn Imran. Und hier sieht man eine Sache, und zwar den Mut von Musa a.s., der im Laufe der ganzen Geschichte deutlich wird. Auch als er in der Nacht zu dem Feuer ging, alleine ließ seine Familie zurück, damit sie in Sicherheit ist, der alleine in der dunklen Nacht dorthin ging, dann ging er zum Palast des Pharaos, der nach ihm suchte, der ihn töten wollte. Er geht jetzt dorthin und klopft an die Tür und sagt, ich bin Musa ibn Imran. Keine Angst, keine Furcht, ein mutiger Mann. Und wir stellen eine Sache bei Musa a.s. fest. Wann immer Fragen gestellt werden, die vielleicht etwas unangenehm für den einen oder anderen sind, ist Musa a.s. derjenige, der diese Frage stellt. Wie zum Beispiel, als er Adam a.s. die Frage gestellt hat, so heißt es im Sahih, im Bukhari und Muslim, فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَخْرَجَتْكَ خَطِيئَتُكَ مِنَ الْجَنَّةِ Bist du Adam, derjenige, der wegen seinem Fehler aus dem Paradies vertrieben wurde? Und in einem anderen Wortlaut sagt er, أَنْتَ الَّذِي أَخْرَجْتَ النَّاسَ مِنَ الْجَنَّةِ بِذَنْبِكَ وَأَشْقَيْتَهُمْ Du bist derjenige, der die Leute aus dem Paradies vertrieb wegen seiner Sünde und hast sie traurig gemacht? Das ist Musa a.s., der hier zu Adam spricht. Und als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Musa getroffen hat im sechsten Himmel und dann als er zurückkam, hat ihn keiner gestoppt außer Musa a.s. Er hat gesagt, was hat dir dein Herr anbefohlen? Er hat gesagt, 50 Gebete. Dann hat Musa a.s. gesagt, Ben Israel hatte noch weniger als das und sie konnten diese Pflicht nicht erfüllen. Und deine Umma wird es auch nicht können, so frage Allah nach Erleichterung. Subhanallah, hier sehen wir eine Sache und zwar die Erfahrung. Wie wichtig Erfahrung ist. Denn Musa a.s. war erfahren, im Gegensatz zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noch einige Jahre vor sich hatte. Und Musa a.s. hatte extrem viel Erfahrung und seine Geschichte ist im Koran an zahlreichen Stellen. Und was er durchgemacht hat wegen den Kindern Israels ist erstaunlich. Er spricht hier aus Erfahrung, er sagt, sie werden das nicht schaffen. Und wie recht hatte Musa a.s., als er diese Worte gesagt hat. Und so ging der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Allah hat sie um 10 verringert, bis sie am Ende nur noch 5 Gebete waren. Und selbst dann sagte Musa, bitte deinen Herrn um Erleichterung, denn deine Umma wird es nicht schaffen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sich geschämt, nach noch mehr Erleichterung zu fragen. Und Musa a.s., wir haben ihm extrem viel zu verdanken, denn ohne Musa wären die Gebete 50 gewesen am Tag. Und es wäre eine extreme Erschwernis für die meisten von uns. Ich meine, wie viele Muslime haben wir, die beten nicht einmal die 5 Gebete am Tag. Möge Allah uns bewahren. Musa hat dies klar gemacht. Deine Umma wird es nicht schaffen. Wie viele sind heute da draußen, die sagen, wir sind Muslime und beten nicht 5-mal am Tag. Möge Allah uns bewahren. Und wenn wir all diese Szenarien zusammennehmen und wir schauen auf die Geschichte, als der Todesengel zu Musa kam und Musa ihm einen Schlag versetzte, sodass sein Auge rausgefallen ist, dann kristallisiert sich eine Persönlichkeit heraus bei Musa, die sehr interessant ist und jeder dieser Propheten hatte eine eigene Persönlichkeit. Es waren die besten Menschen, aber es waren immer noch Menschen, die eine gewisse Persönlichkeit hatten. Und aus der Persönlichkeit Musas wird etwas sehr deutlich und zwar, dass er sich nicht fürchtete vor der Wahrheit. Egal wer vor dir stand, er sagte die Wahrheit geradeaus und ohne den Tadel des Tadelnden zu fürchten. Er sagte so, wie es ist und er war eine starke Persönlichkeit, selbstbewusst. Und die Persönlichkeit von Musa erinnert etwas an die Persönlichkeit von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Man sieht einige Parallelen. Der Punkt ist, Musa a.s. ging zum Palast, klopfte an die Tür und sagte, nachdem er gefragt wurde, ich bin Musa ibn Imran, macht die Tür auf. Er betritt den Palast von einem Tyrannen, der kein Problem damit hat, Blut zu vergießen und der sowieso den Tod von Musa wollte. Und er geht jetzt da rein und verlangt auch noch von diesem Tyrannen, der Göttlichkeit beansprucht hat, verlangt er, dass er seine Religion aufgibt und der Religion von Musa folgt, a.s. und dass er Allah subhanahu wa ta'ala alleine anbetet, dem Herrn der Welten, der der Einzige ist, der das Recht auf Anbetung hat. Man muss sich vergegenwärtigen, was für eine Situation das ist. Du stehst vor diesem Tyrannen, der kein Problem damit hat, Babys abzuschlachten und der dich sowieso tot sehen will und du gehst jetzt dahin und sagst noch, folg meiner Religion. Was für ein Mut, was für eine Stärke Musa a.s. hatte. Und so heißt es im Koran. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم
مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل So geht beide hin mit unseren Zeichen, wir sind mit euch und hören zu. Begibt euch zu Pharaon und sagt, wir sind der Gesandte des Herrn, der Weltenbewohner. Lasse die Kinder Israels mit uns gehen. Pharaon sagte, haben wir dich nicht als kleines Kind unter uns aufgezogen? Und hast du dich nicht viele Jahre deines Lebens unter uns aufgehalten? Und du hast deine Tat, die du damals getan hast, verübt und gehörst zu den Undankbaren? In anderen Worten, wenn du nicht daran glauben willst, dann lass wenigstens die Kinder Israels frei. Denn er hat sie versklavt und sie mussten die harte Arbeit übernehmen und so weiter. Wenn er schon nicht glauben will, dann soll er wenigstens die Kinder Israels freilassen. Dann zählt Frauen Sachen auf, wofür Musa hätte dankbar sein müssen. Aber in Wirklichkeit ist nichts von dem, was Frauen gesagt hat, wirklich eine Sache, wofür man ihnen hätte danken sollen. Denn am Ende des Tages ist alles, was wir besitzen, von Allah subhanahu wa ta'ala. Selbst das Geld, das du hast, wofür du hart gearbeitet hast. Und egal wie viel Geld es ist, oder so ist der wirkliche, ultimative Besitzer davon Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَاكُمْ Und gibt ihm vom Besitz Allahs, das er euch gegeben hat. Das heißt, diese Sachen gehören Allah subhanahu wa ta'ala. Und in Wirklichkeit gehört dir nichts. Nicht einmal das Leben gehört dir. Allah subhanahu wa ta'ala hat es dir gegeben. Dein Körper hat Allah dir gegeben. Alles hat Allah dir gegeben. Also wofür willst du Dank? Ja, Pharaon. Und er erinnerte ihn an die Tat, die Musa getan hat, nämlich den Mann, den er getötet hat, vor vielen Jahren. Dann sagte Musa, ich habe sie damals verübt, als ich noch zu den Irregehenden gehörte. Also, ich habe es nicht beabsichtigt, diesen Mann zu töten. Und dann sagt er, und so floh ich vor euch, als ich Angst vor euch bekommen hatte. Doch dann schenkte mir mein Herr Urteilskraft und machte mich zu einem der Gesandten. Ist das etwa eine Gunst, die du mir vorhältst, dass du die Kinder Israels geknechtet hast? In den anderen Worten, du zählst hier die Sachen auf und im selben Atemzug hast du Ben Israel geknechtet. Du hast sie versklavt und geschlachtet. Okay, ich bin in deinem Palast groß geworden und ich habe bei dir gelebt. Aber gleicht es das aus, was du mit meinem Volk getan hast? Anstatt zu glauben, fing Pharaon eine leere Diskussion an. Er sagte, was ist denn der Herr der Weltenbewohner? قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين Er, Pharaon, fragt jetzt, was ist der Herr der Weltenbewohner? Wer bist du, dass du fragst, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist? Wer bist du, ja Pharaon? Musa sagte, der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, wenn ihr überzeugt seid. Wer hat diese Himmel erschaffen? Wer hat die Erde erschaffen? Wer hat alles in die richtige Bahn gelenkt? Und das warst mit Sicherheit nicht du, ja Pharaon. Und diese Erde und dieser Himmel existieren, bevor du geboren wurdest, ja Pharaon. Und du bist mit Sicherheit also nicht der Schöpfer dieser Himmel und dieser Erde.
Ähnlich wie Ibrahim a.s., der sinngemäß sagte, Allah lässt die Sonne vom Osten aufgehen, lass du sie vom Westen aufgehen. So sagt Allah, فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ. Und so war er verwirrt, derjenige, der ungläubig ist. Denn sie wissen, dass sie nicht die Schöpfer sind, dass sie nicht Gott sind. Es ist ihnen klar, aber die Arroganz hält sie davor zurück, die Wahrheit auszusprechen. Wie wir insbesondere am Ende der Geschichte von Pharaon erfahren werden. Als Pharaon merkte, dass er nichts mehr hat, keine Argumente, wendete er sich seinen Leuten, so er sagte, zu denjenigen in seiner Umgebung, zu seinen Leuten, die bei ihm sind, hört ihr nicht zu? Er Musa sagte, er ist euer Herr und der Herr eurer Vorväter. Und hier ist es interessant, wenn eine Person merkt, dass sie unterlegen ist, dann sucht sie nach Hilfe. Und das ist das, was Pharaon hier gemacht hat. Er wendet sich seinen Leuten zu, die ihn unterstützen, weil er keine Argumente mehr hat. Musa sagte also, er ist euer Herr und der Herr eurer Vorväter. Pharaon sagte, euer Gesandter, der zu euch gesandt wurde, ist fürwahr besessen. Und das ist das, was typisch ist für diese Leute. Denn sobald sie keine Argumente mehr haben, fangen sie an, diesen edlen Propheten vorzuwerfen, dass sie Lügner sind, dass sie besessen sind, dass sie Zauberer sind und so weiter, wie es bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch der Fall ist. Und auch heute, derjenige, der auf der Wahrheit ist, er muss sich auch Sachen anhören. Gewisse Sachen wie, oh, ihr seid zurückgeblieben, ihr seid Übertreiber, ihr seid so und ihr seid dies und jenes. Und er muss sich Sachen anhören, die er zu hören bekommt, weil er auf der Wahrheit ist. Und hier gibt es eine Aussage von Imam Ahmad, rahimahullah, der sagte, وَلَا نُزِيلُ عَنْهُ صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِ لِشَنَاعَاتٍ شُنِّعَتْ. Sinngemäß, wir werden davon kein Stück, wir werden davon kein bisschen zurückgehen wegen einer Beleidigung, die gesagt wurde. Und genauso, nur weil sie irgendwelche Titel verwenden, nur weil sie Begriffe benutzen, um die Leute, die auf der Wahrheit sind, abzuschrecken, so wird uns das kein bisschen von der Wahrheit wegbringen. Inshallah. Und Musa sagte, er ist der Herr des Ostens und des Westens und dessen, was dazwischen ist, wenn ihr nur begreifen würdet. Pharaon sagte, wenn du dir einen anderen Gott als mich nimmst, werde ich dich ganz gewiss zu einem der Gefangenen machen. Musa sagte, etwa auch, wenn ich dir etwas Deutliches bringe. Pharaon sagte, dann bring es her, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst. Jetzt will Pharaon ein Zeichen von Musa haben. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. Da warf er seinen Stock hin und sogleich war er eine deutliche Schlange. Das Zeichen, was Allah ihm gegeben hat. Und das zweite Zeichen. Und er zog seine Hand heraus und sie war weiß für die Betrachter. Und wir haben gesagt, dass Musa a.s. ein dunkler Haupttyp war. Sobald er seine Hand in den Brustschlitz getan hat und sie wieder rausnahm, war sie hell, weiß, leuchtend. Pharaon sagte zu der führenden Schar in seiner Umgebung, also sagte zu seinen Leuten, die anwesend waren, dieser ist fürwahr ein kenntnisreicher Zauberer. Also Musa ist ein Zauberer, der euch mit seiner Zauberei aus dem Land vertreiben will. Was befehlt ihr nun? Sie sagten, stelle ihn und seinen Bruder zurück und schicke in die Städte Boten, die die Leute versammeln, damit sie dir jeden kenntnisreichen Zauberer herbringen. So wurden die Zauberer auf die festgesetzte Zeit eines wohlbekannten Tages versammelt. Und in der Sura Taha heißt es, dass er sagte, قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى
قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. Bist du zu uns gekommen, um uns aus unserem Land mit deiner Zauberei zu vertreiben, O Musa? Aber wir werden dir ganz gewiss Zauberei gleicher Art bringen, so setze zwischen uns und dir eine Verabredungszeit fest, die weder wir noch du verfehlen werden, an einem Ort, der uns allen gleichermaßen recht ist. Also, er wollte jetzt einen Termin vereinbaren, wo er die besten Zauberer holt, die Musas, in Anführungsstrichen, Zauberei aufdecken. Und er sagte, eure Verabredungszeit soll der Tag des Schmuckfestes sein, Yom Sina. Ja, Yom Sina. Und die Menschen sollen am hellen Morgen versammelt werden. Und das war eines ihrer Festtage. Und Musa a.s. hat sich diesen Tag ausgesucht, weil an diesem Tag sehr viele Menschen anwesend sein werden. Und zudem versicherte er, dass alle diese Bloßstellung sehen, indem er sagte, und die Menschen sollen am hellen Morgen versammelt werden, also zur Zeit von Duha. Sodass es für jeden klar ersichtlich wird, sodass jeder sieht, wie Pharaon bloßgestellt wird. Pharaon sammelte also alle Zauberer, die er kriegen konnte. Und es werden übertriebene Zahlen erwähnt, aber es gibt hierzu nichts Authentisches in Bezug auf die Anzahl der Zauberer. Und dann trafen sie sich und Musa sagte zu ihnen, wehe euch, er sinnt gegen Allah keine Lüge, sonst vertilgt er euch durch eine Strafe. Enttäuschend wird ja, wer Lügen er sind. Musa sagte also etwas und diese Worte hatten Auswirkungen auf die Zauberer. Und die Zauberer fingen an, sich untereinander zu streiten und sie führten insgeheim vertrauliche Gespräche. Sie sagten, diese beiden sind wahrlich nur Zauberer, die euch aus eurem Land mit ihrem Zauber vertreiben wollen und eure vorbildliche Lebensweise beseitigen wollen. So einigt euch auf eure List, hierauf kommt in rein. Also das, was Musa gesagt hat, hatte Auswirkungen auf diese Zauberer, sodass sie sich nicht mehr einig waren. Und so heißt es weiter, und wohlergehen wird es ja heute demjenigen, der die Oberhand gewinnt. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Sie sagten, O Musa, entweder wirfst du oder wir werden es sein, die zuerst werfen. Er sagte, nein. Vielmehr werft ihr zuerst und sogleich kamen ihre Stricke und Stöcke durch ihre Zauberei so vor, als ob sie sich rasch bewegten. Und es ist Tahil, es sieht so aus, als würden die Stöcke sich bewegen. Es ist also eine Art Täuschung. Und Musa empfand Furcht in seiner Seele, nachdem er das gesehen hat, so viele Zauberer und die werfen diese Stöcke und es sieht aus, als wären es Schlangen, bekam er Furcht. Und so wurde Musa eingehaucht, fürchte dich nicht, du... Ja, gewiss, du wirst die Oberhand gewinnen. Wirf hin, was in deiner Rechten ist, so verschlingt es das, was sie gemacht haben. Was sie gemacht haben, ist nur die List eines Zauberers und dem Zauberer wird es nicht wohlergehen, wohin er auch kommen mag. So warf Musa seinen Stock und der Stock wurde zu einer gewaltigen Schlange, die sich schnell bewegte. Und so verschlang sie alle anderen Stöcker, die den Leuten so vorkamen, als wären es Schlangen. Nachdem die Zauberer das gesehen haben, wie diese riesige, gewaltige Schlange sich so schnell bewegte und die anderen Schlangen verschlang, warfen sich die Zauberer ehrerbietig nieder. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا
فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. Und sie sagten, wir glauben an den Herrn Haruns und Musas, denn die Wahrheit ist für sie so klar geworden wie die Sonne. Es gibt keinen Zweifel, dass diese beiden Propheten sind, nachdem sie das gesehen haben. Sie sind hier Zauberer und sie erkennen einen Zauber, aber das war kein Zauber, das war ein Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala. Stellt euch vor, Pharaon, der all diese Zauberer zusammengeholt hat, damit sie Musa bloßstellen und am Ende nehmen diese Zauberer die Religion Musas an. Pharaon war geschockt, er sagt, ihr glaubt an ihn, bevor ich es euch erlaube? Schaut euch Pharaon an. Er will sogar, dass man ihn um Erlaubnis fragt. Und dann sagt er, es ist wahrlich euer Ältester, der euch die Zauberei gelehrt hat. Ja, in anderen Worten, Musa ist euer Lehrer in der Zauberei. Schaut euch diese unsinnige Aussage Pharaons an. Aber warum? Weil wenn du in deiner Arroganz, wenn du in deiner Blase lebst wie Pharaon, der zu arrogant ist, um die Wahrheit zu akzeptieren, dann kommen schon mal solche absurden Aussagen von einem raus. Ich meine, es ist offensichtlich und Pharaon weiß mit Sicherheit, dass Musa diese Leute zum ersten Mal sieht. Und plötzlich ist es der Lehrer geworden von diesen Leuten. Und so sagte Pharaon, so werde ich euch ganz gewiss eure Hände und eure Füße wechselseitig abhacken und euch ganz gewiss an Palmstämmen kreuzigen lassen und ihr werdet ganz gewiss erfahren, wer von uns strenger im Strafen und beständiger ist. Diese Zauberer, die haben jetzt das Wunder gesehen und die haben geglaubt. Wie lange sind sie Gläubige gewesen? Ein paar Sekunden, ein paar Minuten. Und die erste Prüfung ist sofort gekommen. Pharaon will diese Leute umbringen. Er will ihnen die Hände und die Füße wechselseitig abhacken und sie kreuzigen an Palmstämmen. Wie war die Reaktion dieser Leute, die gerade erst geglaubt haben? Sie sagten, wir werden dich nicht dem vorziehen, was an klaren Beweisen zu uns gekommen ist. Und vor demjenigen, der uns erschaffen hat, so entscheide, was du entscheiden magst, du entscheidest nur über dieses irdische Leben. Subhanallah, schaut euch diesen Iman an, was dieser Iman verursacht. Was für eine Izza, was für eine Ehre diese Leute bekommen haben. Wie sie Pharaon klar machen, du kannst uns nur in diesseits schaden, aber danach hast du keinen Einfluss mehr darauf. Subhanallah, und das nach so kurzer Zeit, was die Auswirkung des Imans ist auf eine Person. Zu was für einer Ehre dieser Iman führt, zu was für einer Izza. Und sie sagten, wir glauben an unserem Herrn, damit er uns unsere Verfehlungen vergebe und auch die Zauberei, zu der du uns gezwungen hast. Allah ist besser und beständiger. Gewiss, wer zu seinem Herrn als Übeltäter kommt, für den gibt es die Hölle, darin wird er weder sterben noch leben. Wer zu ihm als Gläubiger kommt, der rechtschaffene Werke getan hat, für jene gibt es die höchsten Rangstufen, die Gärten, das Paradies, durch Alt vom Bächen ewig darin zu bleiben. Das ist der Lohn desjenigen, der sich läutert. Subhanallah, was für ein Iman. Nach so kurzer Zeit, was für eine Auswirkung dieser Iman auf diese Leute gehabt hat. Unglaublich. Die Versammlung hat sich dann aufgelöst und jeder ist wieder zu seinem Ort zurückgekehrt. Als Pharaon im Palast war, nach dieser Niederlage, die er erlitten hat und nach dieser Bloßstellung, so heißt es in der Sure 7, Vers 127. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل
قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. Die führende Schar aus dem Volk Pharaon sagte: Willst du zulassen, dass Musa und sein Volk auf der Erde Unheil stiften und dass er dich und deine Götter verlässt? Er sagte: Wir werden ihre Söhne allesamt töten und nur ihre Frauen am Leben lassen. Wir sind ja Bezwinger über sie. Nachdem sie gesehen haben, dass sie es nicht mehr mit ihm aufnehmen konnten, nachdem sie diese Bloßstellung erlitten haben, wollten sie umbringen. Dann sagte Musa zu seinem Volk: Sucht Hilfe bei Allah und seid standhaft. Gewiss, die Erde gehört Allah. Er gibt sie zum Erbe, wen von seinen Dienern er will, und das gute Ende gehört den Gottesfürchtigen. Zur selben Zeit in der Majlis, in der Sitzung von Pharaon, gab es einen, und es wird gesagt, es ist der Sohn vom Onkel Pharaons, also sein Cousin, väterlicherseits, und er war mit der führenden Schar bei Pharaon. Aber er war insgeheim gläubig, aber er hat seinen Glauben versteckt. Und er ist derjenige, der Mu'minu Ali Pharaon genannt wird, der Gläubige aus der Familie Pharaons. Er sagte in der Sure 40, Vers 28: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. Ein gläubiger Mann von den Leuten Pharaons, der seinen Glauben verborgen hielt, sagte: Wollt ihr denn einen Mann töten, weil er sagt, mein Herr ist Allah? أَتَقَتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ Wollt ihr einen Mann töten, der sagt, mein Herr ist Allah? Oder nur, weil er sagt, mein Herr ist Allah? Und diese Worte sagte, wer? Diese Worte sagte Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, als er die Götzendiener vom Propheten fernhalten wollte, die den Propheten angriffen, alayhi salatu wassalam. Da sagte er genau diese Worte, أَتَقَتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ Wollt ihr einen Menschen töten, nur weil er sagt, mein Herr ist Allah? Er sagt weiter, wo er doch mit klaren Beweisen von eurem Herrn zu euch gekommen ist. Wenn er ein Lügner ist, so trägt er die Last seiner Lügen. Wenn er aber die Wahrheit sagt, wird euch etwas von dem treffen, was er euch androht. Gewiss, Allah leitet nicht recht, wer maßlos und verlogen ist. Und wie weise sind die Worte von ihm. O mein Volk, es gehört euch heute die Herrschaft und ihr habt die Oberhand im Land. Wer wird uns dann gegen Allahs Gewalt helfen, wenn sie über uns kommt? Pharaon sagte dann, ich weise euch nur auf das hin, was ich sehe, und ich leite euch nur den Weg des besonnenen Handels. Also in anderen Worten, Pharaon will seine Meinung durchsetzen und fertig. Und er leitet zum Weg des besonnenen Handels, was absurd ist. Derjenige, der glaubte, sagte, O mein Volk, gewiss, ich fürchte vor euch etwas Gleiches,
wie den Tag der Gruppierungen, etwas Gleichartiges wie das, was dem Volk Nuhs und Ad und den Thamud und diejenigen, die nach ihnen waren, widerfuhr. Und Allah will keine Ungerechtigkeit für die Diener, oh mein Volk. Gewiss, ich fürchte für euch einen Tag des gegenseitigen Zurufens. Den Tag, an dem ihr den Rücken kehren werdet, wobei ihr nichts vor Allah Schützendes haben werdet. Und wen Allah in die Irre gehen lässt, der hat niemanden, der ihn recht leitet.